Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu SimCity Community, nur ohne Community mal wieder. Eine Person ist natürlich wieder dabei und zwar The Shihiro. Hallöchen. Mit einem Raster. Ja, also mal jetzt ganz im Ernst hier, da steht, dieses Kraftwerk wird am Ufer aufgestellt. Das tue ich hier. Aber nein, das Kraftwerk sieht das anders. Ja. Jetzt habe ich meinen ganzen Strom hier schon abgebaut. Was mache ich denn jetzt? So, und ich werde jetzt Hamburg umbauen. Ja, ihr hört richtig, ich baue es um. Und werde daraus eine ziemliche Einwohnerstadt bauen. Sprich viele Einwohner und wenig Industrie. Wenn überhaupt Industrie. So. Aber die vertikale Windturbine habe ich ja auch noch nicht. Ui. Oh. Gerade mal 65 Einwohner. Du hast 65 Einwohner? Ja, in Hamburg. Ach so, ich dachte gerade. Wie viel Strom bringt die denn? 10? So. Das Nein, weg. 5,1. Klinik weg. Gemeindehaus, Windkraftwerk und Kläranlage bleiben. Pumpstationen dürfen auch bleiben. Das weg, das weg, das weg. Erforsche ich hier extra das Wellenkraftwerk und dann sagt es einfach, nö, du darfst mich nicht bauen. Halt, stopp, du darfst mich nicht bauen. Halt, stopp, jetzt reicht es. Jetzt kann ich erstmal einen Kredit aufnehmen, weil ich den scheiß Stromverstärker wieder bauen darf. Jupp. So viel dazu. Genau dazu. Zack, 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 zack. Jetzt wirft die Windturbinen an, hallo? Ich will nicht, dass meine Stadt ohne Strom dasteht. So. Haus Zombretrol. Okay. Letzte Folge noch eine Zombie-Apokalypse. Diese Folge wird dem Erdboden gleich gemacht. Armes Hamburg. Echt noch mehr Windturbinen bauen? Scheiße, da wollte ich die doch gar nicht hinbauen. Bitte, Spiel, gib mir schneller Geld. Zack, zack. Ich will doch den Megaturm langsam mal bauen, damit wir mehr Leute in der Stadt halten können. Ja. Yep. Jetzt aber hier, meine Güte. Stadt braucht Strom. Geil. Vielleicht verlassen alle ihre Häuser. Ja, schätze ich mal. Nein, das Gemeindehaus soll bleiben. Nein, das Gemeindehaus soll bleiben. Wie weit kann ich denn gehen? So weit, okay. Nicht euer Ernst hier, oder? Zack. Jetzt mit abgerissen. Oh, ich dreh durch. Nee. Jep, Riesenbrunnen kann weg. So. Boah, ich nehme jetzt noch einen Kredit, ey. Ich hab da keinen Bock drauf.
ja. Warum kann ich hier keinen hinbauen? Euer Ernst. Ja. Todernst. Ja, das ist ein richtiges Scheißspiel, ne? Mal ganz ehrlich. Kann ich ja gar nicht verstehen. Ja, Weisen. 4,3 Megawatt im Überschuss. Weisen Sie Wohngebiete aus. Ja, mache ich auch. Irgendwann mal. So, Sonnenkraftwerk weg. So, jetzt kann ich auch bisschen ich hier... Ich baue einfach eine Kernfusionsanlage. Und daneben kleine Sonnenkraftwerke oder so, keine Ahnung. Jo, kannst du ja machen, ne? So. Ach, upgrade dich mal auf Stufe 3, ich kann hier gerade eh kein Geld reinstecken. Können wir den ersten Kredit mal zurückbezahlen. Können wir ja hier mal weitere von den Viechern aufstellen. Achso, das kommt vom Ding. So. Und das passt hier leider nicht mehr hin, wobei ich das halt echt nicht verstehe, aber hey. Läuft, würde ich sagen. Oder halt, müsste ich jetzt oder halt nicht. Bauen. Oder halt nicht. Ja, es läuft total überhaupt nicht. Aber hey. Dann reiße ich das hier einfach alles ab und dann kommen hier noch Megatürme hin. So. Doch, ich glaube, das könnte hier gut hinpassen. Zwei Stück hier so. Dann hier hinten zwei moderne. Dann haben wir zwar wenig Einzelwohnplatz, aber halt Megatürme. Das ist eigentlich eine coole Sache. Hauptsache Megatürme. Ja, da können halt mehr Leute wohnen, dann kannst du halt so in die Höhe bauen, weißt du? Tja. Ja, ich muss jetzt hoffen, dass das funktioniert, was ich hier vorhabe. Drei verlassene Gebäude. Da gerade zu hohe Steuern, keine Läden oder Parks. Ja. Das kann sein, dass da keine Läden oder Parks sind. Was stimmt denn nicht? Hier sind doch genug Läden. Aber nicht so schöne Läden. Das ist mein Problem. Das ist hier mein Problem. Ich bin nur Bürgermeisterin. Aber nein, erstmal meckern. Ich bin nur die Bürgermeisterin. Interessiert mich doch nicht, was meine Bürger wollen. Ist ja, schön. Vielleicht hilft ja ein bisschen Ruhe, Hust. Ach ja, meine Klinik ist ja voll. Ich glaube. Ich glaube. Oh. Das war's dann mal mit Hamburg. Was hast du gemacht? Ist leicht pleite. Ich komme mal gucken, wie Hamburg aussieht. Wir waren ja schon lange keine Leute mehr besuchen. Ja. Oh, sehr unzufrieden. Hm. 1, 2, 3. Ich glaube, das, wie gesagt, das war's mit Hamburg. Ich glaube, man kann irgendwie auch neu mit einer Stadt anfangen. Irgendwie ging das. Äh.
warte. Zombie-Angriff, Tornado. Ich weiß, irgendwo war das. Auch. Meine Leute sind 83% zufrieden. Nee. Oh, ich habe keine Mid-Tech-Industrie. Das ist interessant. Oh. Oh. Warte mal, vielleicht sehe ich das ja, wenn ich mal kurz auf Lübeck gehe. Nee, nur LAN. Sollte man hier nicht so schön Parks noch anbauen? Standort für Großprojekte. Grundstückspreis. Okay. Das ist natürlich jetzt echt scheiße. Ja, so viel dazu. Was haben wir denn hier groß an Ausgaben? Ja, ich glaube, er ist pleite gegangen. Zumindest Hamburg. Zumindest Hamburg. Ja. So, kann man denn hier noch was hinbauen? Sieht nicht so aus. Ach hier, starten Sie mit der einer Stadt neu. Das ist es. Darauf? Nein, das ist doch nicht. Boah, links. Das ist die Idee, ey. Bau hier so Tennisplätze und sowas hin. Das ist ja mal eine coole Sache. Ja, schön. Steht zwar, starten sie mit Dings neu, aber er zeigt mir groß gesehen nur die Stadt selbst an. Warum kann ich hier nicht bauen? Muss ich das jetzt verstehen? Geschenke, Ladenbesitzer, Arbeiter. Dann muss ich das leider wieder abreißen, weil dann gefällt mir das so nicht. Da muss ich hier doch Natur hinsetzen. Dann hier ein Tennisplatz. Und vielleicht passt daneben ja noch der Basketball. Nein. Oder passt die hier vielleicht hin? Ich muss das ausprobieren. Ich muss das jetzt hier wieder alles abreißen. Ne? Ja, und ich muss versuchen irgendwie... Ich habe zwar irgendwie die Möglichkeit hier... steht, diese Stadt ist pleite. Hier sind ihre Optionen. So. Und dann steht zum Beispiel, legen sie einige Gebäude still, erhöhen sie die Steuern, nehmen sie einen Kredit auf und alles. So. Und Finanzprobleme, wo denn? Auch starten sie die Stadt neu, eine Stadt neu. Aber die Stadt, die ich neu starten will, kann ich nicht neu starten. Das ist natürlich schlecht, wenn du die nicht neu starten kannst. Ich schätze mal, das bezieht sich auf die größeren Regionen, dass man sich dann eine neue Stadt aussucht. Und das ist natürlich scheiße. Ich hatte das auch mal, dass ich da irgendwie Probleme hatte. Und dann konnte ich die Stadt irgendwie neu starten. Ich wusste nur nicht mehr genau, wie es ging. Aber man kann sie auf jeden Fall neu starten. Vielleicht bis zur nächsten Aufnahme werde ich bestimmt das mal rausgesucht haben. So lange spiele ich in Lübeck weiter. Die Stadt, die noch nicht pleite ist. Betonung auf noch. So, baue ich das Gymnasium hin? Vielleicht hier so wäre ein gutes Platz. Ein guter Platz. Ein gutes Platz. Richtig, ein gutes Platz. Wir kommen mit der ganzen Kriminalität in dieser Stadt nicht mehr klar. Spielzentrale in deutsches LPT. Yeah. Jetzt kommt das erst an. Das habe ich bestimmt in der letzten Folge schon gebaut.
Aber ich muss sie gleich wieder abreißen, weil ich hier noch 215.000 habe ich auf dem Konto. Das hört man doch gerne. So, wo baue ich die Spielzentrale aber jetzt hin? Das ist die Frage. Produktionsmangel. Blum. Habe ich hier überhaupt Öl nebenbei? Mal so. Ja, habe ich. Aber an scheiß Position. Ist natürlich nicht so optimal. Okay, dann lasse ich das erstmal mit Öl. Elektronikabteilung. Elektronikzentrale könnte man bauen. Wo baue ich das denn jetzt hin? Das gefällt mir. I like it. Oder ich reiß die hier einfach ab. Ich reiß die ab, die macht zu wenig Gewinn. Dann kann ich da ein fettes Casino hinbauen. Mal nach da. Elektronikabteilung. So. Was natürlich hast du passt denn? Das jetzt hier nicht hin, ne? Ressourcen erschöpft? Ja. Ach, Legierung. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich werde das planieren. Legierungen. So, kann ich das jetzt hier hinbauen? Importieren Sie. Okay. Ja, warum kann ich das denn nicht dahin bauen? Oh Mann, ey, das. So, okay, dann sorgen wir es einfach dafür. So, Prozessoren exportieren wir. Legierungen machen wir mal importieren. Dass wir ein bisschen wenigstens produktionstechnisch vorankommen. So, uns fehlen Arbeiter. Na, was haben wir da? Mal sehen. 200 Grad. Ach was, ich drehe ihn einfach auf 400. Ja, das ist immer so geil, ne? Standard-Casino. So, Verwaltung. Feuer in der Stadt. Wo hast du denn Feuer in der Stadt? Das kleine Ding. Meine Güte. Das kleine Ding und das nennen sie Feuer. Das kleine Lüftchen da. So, ich habe so das Gefühl. Gewinnen Sie in Ihrer Stadt insgesamt 100 Tonnen Metall. Ich könnte mal ganz schnell so ein paar Exports gebrauchen. Wo ich mir auch immer so denke, gewinnen Sie 100 Tonnen Metall. Gewinnen? Ja, stand das. Genau so stand das ja da. Und da denke ich mir dann immer so, ja, ich habe an keinem Umfrageschreiben oder so, Gewinnspiel oder so teilgenommen. Okay. Oh, was zieht denn so viel Kosten die auf Stadt sich? Spezialisierungen. Meine Spezialisierungen kosten zu viel. Das ist natürlich nicht so nett. Was jetzt wieder aus mit den Steuern? Es geht hier nicht anders. So. Da die Produktion ja sowieso nicht großartig funktioniert, mache ich hier mal ein paar von den Montagebändern einfach mal aus. Ja. Ein Symbol, also nicht mal beschrieben. Hohe Steuern. Lass da ja. Mal nur noch auf einen laufen. So. Es häuft sich gerade eine Legierungs- und Plastiküberschuss an. Wir sollten die Geschäftsaktivitäten ausweiten. Erstmal, es ist ausgebaut. Und zweitens, er gibt mir die Meldung Mangel an Legierung. Wieso sollte ich dann wieder ausweiten?
wenn er mir sagt, Mangel an Legierung. Was geht denn jetzt ab? Ich mache 9000 plus in der Stunde. Läuft bei dir. Und weißt du, was... Ich habe wieder extrem hohe Steuern und plötzlich läuft es. Und weißt du, was noch läuft? Hm? Die Zeit. Oh, scheiße. Denn wir sind wieder bei 20 Minuten angekommen. Aber gut, bei 9000 plus in der Stunde halte ich gerne an. Minus 231 pro Stunde. Oh, ich habe hier voll. Aber dafür habe ich gute Exporte. Also dementsprechend, wenn man mal guckt, gerade erst für 69.000 Simoleons Prozessoren verkauft. Ja gut, da kann man richtig Geld mitmachen, ne? Stimmt schon. Ja, und deswegen würde ich dann mal sagen, war's das für diese Aufnahme-Session mal wieder, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Euer Livos und Hiro. Nein, also von mir natürlich auch. Ich muss das immer machen, so einen richtig vernünftigen Abschluss. Ja, auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Für diese Woche ist es ja vorbei und vielleicht ist beim nächsten Mal ja die Community wieder am Start oder vielleicht sogar neue Mitspieler. Platz haben wir bei uns in der Welt ja noch, also einfach mal in die Kommentare Bescheid sagen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne was in die Kommentare schreiben, wenn euch was auffällt oder eingefallen ist oder so. Und dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part. Ich glaube, für zwei Leute oder so haben wir noch Platz. Das habe ich schon beendet. Egal.